Aus dem Großstadttrubel in die weite Natur. Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong zählt 7 Millionen Einwohner und ist äußerst dicht bebaut. 40% des Territoriums jedoch sind geschützte Landschaftsparks. Der perfekte Ort für gestresste Städter, um sich zu erholen. Die Landschaftsparks sind ein wichtiges Erbe von Hongkong, nicht nur für unsere Generation, sondern auch für die kommenden Generationen. Es ist wichtig, dass die Leute die Parks nutzen und genießen können. Das ist ein wichtiger Teil von Hongkong. Die Immobilienpreise in Hongkong zählen zu den höchsten der Welt. Bauland ist rar. Die Regierung hat deswegen vorgeschlagen, die Ränder der Parks zu bebauen. Bei den Naturliebhabern sorgt das für Besorgnis. Immer mehr Leute gehen wandern. Die Natur und die Berge liegen ihnen am Herzen. Sie schauen genau, ob die Naturflächen beschädigt werden oder ob es Pläne für Bauprojekte gibt. Und so hoffen die Menschen hier, dass ihnen ihr Naturparadies am Rande des Großstadtdschungels erhalten bleibt.